Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Video Incidents. Ich habe wahrscheinlich einen schwerwiegenden Fehler gemacht. Es sei denn, ich habe irgendwo die Möglichkeit zu sehen, wie die Pipes aussehen. Oh, das heilt die ganze Zeit durch. Das Problem ist, ich weiß nicht, an welcher Stelle die Pipes gestanden haben. Ach so. Ich brauche bloß anmachen. Oh. Ich komm doch. The valve almost finished. Komm. Nein. Nein. Mach das. Nein. Even through these heavy stone walls, I still hear your voice. Even as this coal slips like a knife into my bones, I still feel you with me. And yet, here at the end, I hardly know where to begin. The words are difficult to say, but I think it's finally time I finish my unfinished story. Through all our years together, you must have known what I've done, but you never asked me about it, never accused me of anything, so I've never spoken the truth. After my father died, I wanted to lash out, and when Michael gave me a chance for revenge, I took it. But when I placed that bomb in the pub, I didn't avenge my father. I betrayed him. And it's haunted my nightmares ever since. I feel the heat of the blast, hear the screams of the wounded. I can taste the dust and smell the blood. But all I can see is her little scarf like a crimson river flowing out of the rubble. Every night they return, nightmares of her. I see her entering the pub, reaching up to hold her father's hand. I call out to her, don't go in, but she never hears. She always goes through that door. I didn't deserve the life you gave me, and you don't deserve the life I've given you. You rescued me from prison, but you've been paying for my sins ever since. You sacrificed everything to run with me. It's time you left my nightmares behind. Without me, you can be free. Without me, you can go home. Das sieht wie ein Gefängnis aus, oder? Okay, also waren wir es. Wir wurden für etwas beschuldigt, was wir abgestritten hatten. Wir waren es dennoch. Waren dafür im Gefängnis. Die Frau des Lebens, unseres Lebens, hat uns geglaubt, dass wir es nicht waren. Ihr Leben in dem Sinne für uns, in der Form, wie es hätte stattfinden können, geopfert, um uns aus dem Gefängnis zu holen, also selber kriminell zu werden, obwohl sie das in der Form oder allgemein nie wollte, so wie ihr Vater. Ihr Vater war nämlich das Monster. Um letztendlich dann herauszufinden, dass wir nicht besser sind. Wir haben den Vater verloren bei einem Treffen. Der Vater war ein Friedensaktivist. Der Vater hat sich mit den
ja, IAA-Leuten, nicht RAF, was habe ich RAF irgendwann gesagt? IAA, ne? IAA-Leuten getroffen und ja. Und letztendlich der Pappbesitzer war ein Singvögelchen. Und dafür wollten wir Rache. Leonor, you are my light. Goodbye. Go ahead, Rescue One. We have one survivor. Patient is female. She's slightly hypotensive at 90 over 60. Respiratory rate is 14 and O2 stats are good in the 90s. Mobilized her leg and started warming measures. She's pretty blue, but she's still with us. Und wir sind gestorben. Shivering, frostbite, confusion, hallucination, feeling of burning alive, death. Und durch unseren Tod haben wir letztendlich ja, ihr die Freiheit geschenkt. Ne? Ich habe am Anfang was anderes erwartet, muss ich ehrlich zugeben. Und das heißt aber nicht, dass es schlecht ist. Ich finde es absolut interessant und bemerkenswert, dass man sich dieses Themas hat angenommen. Und zwar das Thema IAA. Ich weiß nicht, ob der Kopf hier im Hintergrund ist ja einer der Direktoren, wie auch immer, von God of War 3. Damit verbunden war mit diesem Thema in irgendeiner Art und Weise. Und dass man dieses Thema so nutzt, hätte ich so in der Form nicht erwartet. Und wie es nach und nach aufgebaut und eingebaut wurde und dargestellt wurde, finde ich wirklich sehr, 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 sehr bemerkenswert. Oh, wir haben hier das Journal. Warte mal, kleinen Moment. Aber es wird nicht komplett sein, ne? Oder? Doch, muss. Doch, hier ist alles drin. Ach komm, Cursor war wieder nicht da. Das war's hier. Don't go. Is he talking to me? Dass man sich des Themas so annimmt. Finde ich sehr mutig und es ist ein Thema, was überhaupt nicht oft hier herangezogen wird, weil es mitunter halt ein gesellschaftliches und ein politisches Thema ist und natürlich auch ein Glaubensthema. Der Unabhängigkeitskampf, der hat sehr viele Tote gefordert in Irland und ich denke mal, dass hier mitunter auch dargestellt werden sollte, dass es teilweise wirklich auch völlig unpolitisch zuging, sondern es mitunter auch eine Rache war.
weil eins zum anderen geführt hatte, Unschuldige ermordet worden sind und deswegen auch andere Unschuldige sich in diese Sache mit eingemischt haben oder eingebracht haben, um wiederum ja, andere umzubringen. Mit Absicht oder eben halt so wie hier die Schuld mit dem Mädchen, was einen jahrelang verfolgt hat, und zwar so viele Jahre. Man ist auf der Flucht und kann immer noch nicht die Sachen dann von sich abschütteln und muss daran denken. Und auch daran denken, dass eben halt die Person, die man liebt und die Person, die einen das Leben gerettet hat, also aus dem Knast, aus dem man niemals hätte lebend hervor oder wieder rauskommen können, dass man, dass die Person letztendlich von einem selbst belogen wurde. Und die Frage ist, ist das gut oder ist das schlecht? In der Situation gut oder schlecht, würde sie immer noch dazu halten, wenn sie hätte gewusst, was ihr Mann gemacht hat, was Stanley gemacht hat oder nicht? Ja, ebenfalls ein sehr, sehr interessantes Spiel. Wir haben nicht alle Diaries hier, Einträge bekommen, aber wir sehen hier einige. Ich glaube, back to Ireland. Stanley dove the plane so fast I could feel my stomach floating and we are laughing like we haven't laughed in ages. As we dipped out of the clouds and swooped over the ocean, I could see the white cliffs and the green hills, stone walls and the hedges divide the patchwork. Sie kommen irgendwann wieder nach Irland zurück, als Gras über die Sache gewachsen ist und hauen dann nochmal letztendlich wieder ab und da passiert es dann. Der Absturz und die Befreiung letztendlich, wenn man es so will. Okay. Ein wunderschönes Spiel. Es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und auch die Melodie, die Geschichte, wie es eingebaut ist, ein bisschen nervig, diese Pipes, diese Rohrrätsel. Aber ich glaube, es wäre dann auch ein bisschen zu kurz gewesen. Zum Schluss hat es mich noch gefoppt, deswegen wird die Folge relativ kurz. Vielleicht kommt es an dem gleichen Tag wie die andere, denn ich hatte ja nicht damit gerechnet, dass wir nicht diese Position benötigen. Ne? Sonst wäre es schon anders gelaufen. Ich dachte wirklich, dass wir das drehen müssen und so viel drehen müssen, dass es richtig ausgerichtet ist. Aber nun gut, mein Fehler. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns bei einem anderen Spiel, bei einem anderen Video hier auf meinem Kanal. Würde mich freuen. Bis dahin, euer Firefox.